Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Reynolds Monday. Wo ich eigentlich keine Ahnung habe, wo wir hingehen müssen und was wir dort tun müssen. Es ist klar, ich muss irgendwie Geld verdienen, aber die Frage ist auch, wie? Wenn du mal festhängst, versuch nochmal mit dir ein paar Leuten zu reden. Vielleicht bringen sie dir wieder auf die richtige Spur. Klar, aber erstmal muss ich eine Spur haben. Ist der Straßenpenner da? Ja, da ist er, ja. Nee, so langsam macht er mir echt Angst. Okay. Ab ins Treppenhaus. Out of order. Der Dude. Im Bad. Da ist auch nichts Neues. Es wird nicht klappen. Das muss ich doch. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Aber wir müssen einfach Geld verdienen. Vergesst nun nie. Moment, warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Diese teuflische Erfindung erinnert mich jeden Morgen daran, dass ich noch lebe. Okay, schön für dich. Nur eine Socke, die war schon da. Warum zum Geier sollte ich die Socke mit... Moment, mir kommt gerade etwas in den Sinn. Oh. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Also vergiss es. Ich sollte wohl Schuldgefühle haben, schätze ich. Klimaanlage? Mann, ich könnte mir sonst... Nee, die Klimaanlage. Die Klimaanlage. Die kann ich nicht einfach mitnehmen. Oh. Das macht keinen Sinn. Ich sag diesmal nicht, du machst keinen Sinn. Geschlossen. Moment. Es wird nicht klappen. Oh, Klo. Der Teleskopentenbügel. Vergiss es. Okay. Aber wie sollen wir Geld verdienen? Typ, Fremder, wieder mit mir. Ich versuche ja immer... Gut. Der Moment. Psychiater. Es kann sein, dass manche Gegenstände nutzlos sind. Dasselbe gilt für einige Charaktere. Gut, das wissen wir ja schon. Also wäre es doch von Vorteil, irgendeinen nützlichen Tipp zu bringen. Gut. Ich glaube, mit dem habe ich schon alles versucht. Wie wär's mit... Alan! Ich soll Leute mit einer Gabel abstechen? Nein, mit einem Löffel. Nein, du sollst... Alan! Ja! Hallo nochmal, Alan. Verzeihung, sprechen Sie mit mir? Mein Name ist nämlich Robert. Sicher? Ziemlich sicher, ja. Also ist dein Name nicht mehr Alan? Also dein Name ist nicht mehr Alan? Ah, verflucht. Was? Sie sind nicht der Erste, der mir das erzählt. Scheinbar ist da ein Kerl namens Alan, der genau wie ich aussieht. Und ich sag Ihnen, der versaut mir richtig das Leben. Was meinst du damit? Naja, wissen Sie... Ich glaube, der Dreckskerl sieht genauso aus wie ich. Trägt dieselbe Kleidung. Die Leute verwechseln mich mit ihm. Sie geben mir die Schuld für das, was er anstellt. Und jetzt riecht mein Keller wie Scheiße und ich weiß nicht mal warum. Faszinierend. Dein Keller riecht wie Scheiße und er weiß nicht warum, weil ein toter Postbote im Keller liegt.
Schön, dich kennenzulernen, Robert. Könnte ich vor dir zum Doc? Schön, dich kennenzulernen, Robert. Könnte ich vor dir zum Doc? Machen Sie Witze. Sie wollen, dass ich meinen Platz in der Reihe einfach so aufgebe? Als wenn der Ärger mit diesem Alan nicht genug wäre. Tut mir leid, mein Freund, keine Chance. Also, dieser Alan ruiniert dein Leben, ja? Ganz genau. Ich kann gar nicht mehr vor die Tür. Alle starren mich an und beleidigen mich. Naja, ich glaube, das liegt an deinen Klamotten, du. Hey, ganz vorsichtig, Freundchen. Und da ist noch was. Gestern habe ich eine beeindruckend große tote Schildkröte auf meinem Nachttisch gefunden, genau da, wo vorher mein Globus stand. Ich glaube, Alan wollte mir damit irgendeine Art Botschaft vermitteln. Okay. Ciao, Robert. Ja, wie auch immer, tschüss. Nein, nein! Sekunde mal! Ja, was ist das? Ja, was denn? Es ist nur... Jetzt, wo ich darüber nachdenke... Ich habe das Gefühl, Sie kennen diesen Alan. Wünscht, es wäre nicht so, aber ja. Und? Ich brauche Sie, um diesem Kerl eine Falle zu stellen. Im Ernst? Scheiße, ja! Dieser Bastard macht mir das Leben zur Hölle. Und das werde ich nicht länger hinnehmen. Wussten Sie, dass er meinen Kanarienvogel entführt hat? Woher zum Geier soll ich das wissen? Und überhaupt, woher weißt du das? Hat er dir einen Erpresserbrief dagelassen, oder was? Nein, aber ich weiß, dass das Arschloch bei mir einbricht, wenn ich nicht da bin. Einmal habe ich meine Post auf dem Tisch gefunden und irgendwer hat meine Strom- und Wasserrechnungen mit Schecks bezahlt. Unterschrieben von, raten Sie mal, genau von diesem Alan. Großer Gott! Du willst mir also sagen, dass dieser Wichser deine Rechnungen bezahlt? Wir müssen das Monster aufhalten! Glauben Sie, das ist so eine Art Scherz? Er hat Columbus heute Morgen entführt. Ich hoffe, das ist der Kanarienvogel, weil wenn du dein Kind Columbus genannt hast, ist dieses Gespräch beendet. Natürlich geht es um meinen Vogel. Das sagte ich doch. Er ist wirklich alt und er singt kaum noch. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, also was die Falle angeht, hast du einen Plan? Naja, ich habe ihn noch nicht ausgearbeitet, aber ich lasse mir was einfallen. Immerhin bin ich schlauer als er. Sicher bist du das. Bleiben Sie in der Nähe, okay? Klar, mach ich. Okay. Wie liebreizend. Gabel? Alan! Ein perfekter Ersatz für die Musiksteuerung. La. Alan! Alan? Ja? Wusstest du, dass da draußen jemand ist, der dich echt nicht leiden kann? Wusstest du, dass da draußen jemand ist, der dich echt nicht leiden kann? Und jetzt kommt der Part, wo du mir sagst, dass dieser jemand du bist, oder? Das war eigentlich nicht der Plan, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, ich mag dich nicht besonders. Dachte ich mir. Naja, du musst verstehen. Sieh dir nur mal deine Klamotten an. Ist ja gut. Mir doch egal, ob du mich magst. Alan! Ach, ich kann das einfach nicht. Robert ist hinter dir her. Lauf! Ich kann das einfach nicht. Robert ist hinter dir her. Lauf! Wer? Der Besitzer des Vogels, den du entführt hast. Hey! Wenn das ein Witz ist, war der nicht sehr lustig. Alter, das ist kein Witz. Dein anderes Ich heißt Robert und der hat dich satt. Versteh doch, du hast deinen Kanarienvogel entführt. Und was die Sache noch schlimmer macht, der heißt Columbus. Mein anderes Ich heißt Robert? Das erklärt einiges. Wie zum Beispiel das Tattoo auf meinem... Naja, mein Tattoo. Aber ich habe keinen Vogel entführt. Alan! Im Gegenteil. Ich reinige diese Welt. Also, weißt du, die Welt reinigen klingt sehr zweifelhaft. Pass auf! Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich bemerkt, dass, wie immer, jemand bei mir eingebrochen ist und alles total verwüstet hat. Und dann sah ich den... Wen? Den verdammten Echsen-Illuminaten. Ich musste ihn fertig machen. Oh Gott, jetzt hoffe ich wirklich, dass es um den Vogel geht. Vogel? So sehr sie auch versuchen, ihre DNA zu verändern, damit sie wie normale Vögel aussehen, mich legen sie nicht rein, selbst wenn sie in Käfigen stecken. Alan! Nein, mich legen sie nicht rein. Verstehe. Weißt du es etwa nicht?
sie beobachten uns. Die Kanarienvögel? Alle Vögel verbreiten sich über die ganze Stadt wie ein Virus. Und in Wahrheit sind sie getarnte Aliens, die den Planeten übernehmen wollen. Hey, du sagtest doch, wir leben gar nicht mehr auf einem Planeten. Tut mir leid. Ich habe gerade einfach zu viel im Kopf. Allein! Was ich meinte ist, dass diese Aliens versuchen, unsere Sternenschildkröte zu übernehmen. Okay. Nur fürs Protokoll. Hast du Columbus umgelegt? Wen? Den Vogel. Ich musste es tun. Er hat mich seltsam angesehen. Und ich hab's dir doch erklärt, er ist kein Kanarienvogel gewesen. Okay, und was hast du mit der Leiche gemacht? Weggeworfen. War doch nur ein blöder Vogel. Aber du sagtest doch gerade, er war kein... Ah, scheiß drauf. Rede weiter. Naja, das war's eigentlich. Alan! Hab ihn einfach weggeworfen. Diese Bastarde verdienen kein anständiges Begräbnis. Ja, natürlich nicht. Wie lange beobachten uns die Vögel eigentlich schon? Wie lange beobachten uns die Vögel eigentlich schon? Das sind keine Vögel. Das sind extraterrestrische Wesen, die die Form harmloser Tiere angenommen haben, damit wir sie nicht verdächtigen. Sie sehen alles. Und das schon seit Urzeiten. Und diktieren uns, wie wir leben sollen. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Ich glaube nur an das fliegende Spaghetti-Monster. Okay. Naja, erzähl mir doch mal mehr von diesen Illuminati. Naja, erzähl mir doch mal mehr von diesen Illuminati, ja? Tja, das ist ein etwas düsteres Thema. Wirklich? Sehr ironisch. Ironisch? Ja, versteh's schon, die Illuminati, düsteres Thema. Muss ich es wirklich erklären? Alan! Wir reden später weiter. Oh. Wir reden später weiter. Alan! Robert. Den Typ habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Aber wo? Manic Mansion. Maniac Mansion. Genau so. Ah, so heißt das Spiel. Puh. Mir kam es gerade noch in den Sinn. Ja, Maniac Mansion. Robert? Ja? Oh Gott sei Dank. Für einen Moment dachte ich, du sagst sowas wie, mein Name ist Justin oder sowas. Wovon zur Hölle reden Sie? Ist schon gut. Ich weiß vielleicht mehr über deinen Vogel. Columbus? Was? Hast du etwa noch mehr Kanarienvögel mit komischen Namen? Nein, hab ich verdammt nochmal nicht. Naja, ich glaube, ich weiß, was mit deinem guten alten Columbus passiert ist. Ist ernst, also sag ich's gleich, wie es ist. Er wurde ermordet. Ermordet? Wie? Naja, wie soll ich sagen? Es ist alles etwas verworren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen Sie ganz von vorn an. Wie haben Sie herausgefunden, dass Columbus ermordet wurde? Tja, erstmal war es nicht irgendjemand. Es war Alan. Motherfucker. Alan. Wieder dieser Alan. Das war's. Wenn der Wichser Krieg will, soll er ihn haben. So gern ich da auch zusehen würde, wir sollten nichts übereilen. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass Alan vielleicht ein Teil von dir ist? Was? So wie ein siamesischer Zwilling oder so? Nicht wirklich. Weißt du, was Persönlichkeitsstörung bedeutet? Natürlich. Deswegen bin ich doch eigentlich hier. Was? Ja, die Leute sagen, ich hätte eine Persönlichkeitsstörung. Und du meinst nicht, das würde alles erklären? Eigentlich nicht. Was genau meinen sie? Ich meine Alan, verfickt nochmal. Siehst du nicht, dass alles Schlechte, das dir passiert, mit Alan zusammenhängt? Kapierst du nicht, dass das der Grund ist, wieso du ihn nie erwischst, wenn er einbricht? Und warum er so wie du aussieht und sich genauso anzieht? Fuck, Robert! Du bist Alan! Mal ehrlich, wie kann dir das nicht auffallen? Oh, ha! Der war gut. Sie haben eine tolle Vorstellungskraft, mein Freund. Da könnten Sie einen scheiß Film draus machen aus der Geschichte. Okay, was auch immer. Ich muss mal los. Na denn. Alan! Da bin ich wieder. Großartig!
erzählen! Was willst du dem Doc erzählen? Was wirst du dem Doc erzählen? Naja, ich werde über meine psychischen Probleme mit ihm reden. Und ihm sagen, dass wenn er mir nicht hilft, ich das ganze Gebäude in die Luft jagen werde. Alan! Gut, das will ich auch. Ich hätte ja echt gerne die Leichen von Alien gesehen. Ich hätte ja echt gern die Leiche von dem Alien gesehen. Willst du das immer noch? Was? Du weißt schon. Willst du das Reptil immer noch sehen? Ich dachte, du wärst die Leiche losgeworden. Stimmt. Aber was, wenn ich ein Foto mit meinem Handy gemacht hätte? Für mein abgeschlachtete Aliens-Album. Echt? Du machst Fotos von den Leichen? Immer. Ich muss das meinen Freunden auf everythingisalienletskillthemall.org doch auch beweisen können. Sag mir bitte, dass du auch mit auf dem Foto bist. Na klar! Sonst würde mir doch keiner glauben, dass ich die Aliens umgelegt habe. Faszinierend. Okay, alles klar, ich bin dann mal weg. Alles klar, bin dann mal weg. Folge immer deinem Herz. Alan! Na klar. Oh, das wird bitter. Hallo, Robert. Hey. Ach, scheiße, Mann. Es kommt mir so vor, als wären Sie in der letzten Zeit der Einzige, mit dem man reden kann. Was für ein schöner Tag, hm? Was für ein schöner Tag, hm? Ja, wunderschön. Hoffen wir mal, dass kein Arschloch vorbeikommt und ihn verdirbt. So sieht's aus. Es ist fast schon Regenzeit. Ja, aber das Wetter so in letzter Zeit war schon idyllisch, oder? Naja, ich hab's lieber kälter, wissen Sie? Wenn man sich in sein warmes Bett kuscheln kann, die Decke bis oben hochgezogen und... Genug, es reicht. Gott, Schluss mit der albernen Scharade. Was zur Hölle ist Ihr Problem? Ach, nur, dass mir das Wetter und Decken scheißegal sind. Ich wollte nur dein Vertrauen gewinnen, aber so geht das nicht. Sieh dich doch mal an. Ich kann mit jemandem, der so angezogen ist, nicht über das Wetter reden. Es widerstrebt meiner Natur. Tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Ja, pass auf. Reden wir über was anderes, okay? Über was anderes reden? Fahren Sie zur Hölle. Und da sagen die, ich wäre verrückt. Aber mal im Ernst. Ein toller Tag, oder? Okay, das müssen Aber wir. Aber mal im Ernst. Ein toller Tag, oder? Hauen Sie schon ab. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Ich will dir was zeigen. Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Mm-mm. Nein, nein, danke. Komm schon, Robert, ich klau dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Hat es denn eine Kamera? Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute sehen. Hat es denn eine Kamera? Ja, aber um ehrlich zu sein, wenn ich Bilder machen will, nehme ich lieber eine echte Kamera. Tja. Sparen Sie sich das. Ich werde Ihnen sicher nicht mein Scheiß-Telefon geben, damit Sie ein Bild von Ihrem Arsch machen können oder sowas. Das wär's dann mit Plan B. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Mein Akku ist alle. Mein Akku ist alle. Oh. Na gut, wenn es ein Notfall ist, ist das wohl kein Problem. Lassen Sie es halt heil. Das wird wohl für Sie sein. Keine Ahnung, wovon du redest. Oh, das? Nein. Nein. Das Handy gehört meiner Schwester. Ich habe wohl das Falsche mitgenommen. Jetzt gehen Sie schon ran. Das ist ja peinlich. Okay, erwischt. Und das gebe ich nicht gern zu. Schon gar nicht gegenüber jemandem, der so angezogen ist. Hallo? Sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Anbieter zufrieden? Ach, guten Tag, menschlicher Abschaum. Wer war das? Also, wenn ich fragen darf. Dein Stylist. Ha! Sehr lustig. Manche Leute wissen wahre Eleganz einfach nicht zu schätzen. Ja,
Ganz besonders du. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, mein Freund. Hey, nur Spaß, nur Spaß. Alter Chat. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Nein, nein, danke. Komm schon, Robert, ich klau dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Ah, das ist nicht wahr. Mir ist egal, was andere Leute denken. Das sollten sie mittlerweile wissen. Würde ich sonst sowas anziehen? Na schön. Gut, dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier soll. Ehrlich. Ich will nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Sie wollen mir also helfen, ihn zu finden? Ah, schätze schon. Ich habe tausende Flyer in der Nachbarschaft verteilt. Ich habe sogar eine Belohnung ausgesetzt. Hast du denn Bilder von ihm auf deinem Handy? Ich benutze das Ding nicht zum Bilder machen, klar? Okay. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Ich will dir mal was zeigen. Mhm. Was zeigen? Komm schon, Robert. Ich bin nicht so der Fan. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass... Schön, ich brauch dein blödes Handy nicht. Schön, ich brauch dein blödes Handy nicht. Na, sehen Sie. Manchmal muss man die Dinge einfach akzeptieren. Also... Kann ich mir mal dein Telefon... Haben Sie... Na schön. Es ist nur... Robert, ich will dir beweisen, dass du Alan bist. Robert, ich will dir beweisen, dass du Alan bist. Hey, genug davon. Aber... Kein Aber. Ich habe diese lächerliche Geschichte satt. Okay, okay. Ganz ruhig. Mhm. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein Ei? Ich will dir... Was? Komm schon. Ich bin nicht so der Fan von... Nein. Ah, das... Na schön. Gut, dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß, wir... Wollte ja nur mal die Funktionen ansehen. Funktionen? Ich sagte doch, das Ding ist alt. Es hat nicht mal WLAN. Echt eine Schande. Sicher? Gibt's nicht eine Option im Menü, das anzuschalten? Nee. Ich habe hier nur Kontakte, Anrufliste, Spiele, Galerie. Moment, schau mal danach. In der Galerie? Ja, ich weiß auch nicht, warum die den WLAN-Zugang da reingesetzt haben. Wirklich? Das macht doch keinen... Stimmt was nicht? Was zur Hölle soll das mit dem abgeschlachteten Aliens-Ordner? Puh, weiß auch nicht. Warum schaust du nicht mal rein, Alan? Aber... Was hat das zu bedeuten? Was ist los? Hast du was Komisches da drin gefunden, Alan? Nennen Sie mich nicht so! Aber das ist dein Name, Alan, auch wenn du dich weigerst, das zu akzeptieren. Nein, nein, nein! Ich würde Columbus nie wehtun. Und doch ist da der Beweis. Du weißt genau, dass du das auf den Bildern bist. Und du weißt auch, dass das Columbus ist. Du hast ihn umgebracht. Nein, 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 nein! Das passiert nicht. Das darf nicht schon wieder passieren! Oh, tut mir leid, aber ich glaube, dafür ist es zu spät und die Dinge hier werden sich wohl ziemlich ändern. Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Passt aber auch. Miss Miller, schicken Sie den nächsten Patienten rein, bitte. Sofort, Dr. Johnson. Mr. Alan Simmons, Sie sind dran. Ich glaube, Mr. Simmons kann seinen Termin gerade nicht wahrnehmen. Ist Mr. Simmons etwas zugestoßen? Ich glaube schon, aber... Naja, wie sieht denn Dr. Johnsons Zeitplan jetzt aus? Ich glaube, da ist gerade was frei geworden. Ich sehe, was Sie da gemacht haben. Ich? Wir haben nur über das Wetter geredet. Dr. Johnson, Mr. Alan Simmons fühlt sich nicht gut. Und da ist dieser Mann, ein gewisser Dr. Doogie Hauser, der darauf besteht, Sie zu sprechen. Na dann, schicken Sie ihn rein. Dr. Hauser?
Sie können jetzt eintreten. Dr. Johnson empfängt Sie jetzt. Na dann, Sir. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Okay, also sehen Sie, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne? Nee, nur wenn ich verkatert bin. Nur wenn man mich auf den Kopf schlägt, oder? Das ist die Ehrlichkeit. Nee, nur wenn ich verkatert bin. Trinken Sie regelmäßig? Sie wollen wissen, ob ich ein Alkoholproblem habe, ja? Naja, weiß nicht so recht, also sage ich einfach mal nein. Gut, gut. Zur Kenntnis genommen. Haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? Dr. Johnson, Sie wollen mich verführen, oder etwa nicht? Nein, ich wünschte, das wäre so. Also ich habe in letzter Zeit diesen Traum, in dem ich Elaine anbaggere, und das macht mir große Angst. Also ich habe in letzter Zeit diesen Traum, in dem ich Elaine anbaggere, und das macht mir große Angst. Elaine? Eine frühere Partnerin? Was? Nein. Elaine ist der Zirkusfreak, dem die Bar gehört, die ich oft besuche. Also finden Sie diese Frau nicht attraktiv? Sie sind ein echter Gedankenleser, Doc. Okay, fangen wir mit einem einfachen Rorschach-Test an. Ich kenne den menschlichen Geist sehr gut, Dr. Hauser. Ich bin ein Profi, also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay, ich sehe Carl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Oh, jetzt habe ich verstanden. Tut mir leid. Nehmen Sie das hier bitte ernst. Was sehen Sie hier? Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie dann, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Hauser. Aber konzentrieren wir uns auf Ihr Problem. Und was ist mein Problem? Nun, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir den Test. Aber wir können damit nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super, das gefällt mir. Was sehen Sie denn auf diesem Bild? Eine zermatschte Schmetterling, eine brennende Tipptänzer? Nein. Ein Piratenschiff mit einer Murmeltier-Crew? Ich sehe nichts, ich bin blind. Ein zermatschter Schmetterling. Ein zermatschten Schmetterling. Ein zermatschten Schmetterling. Sehr interessant. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Das sind Hunde und die spielen Poker. Batman! Das ist eindeutig Batman. Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Nein, das ist Batman! Das Batman-Logo! Schmetterlinge. Es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Bin ich das? Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Eine Zeitmaschine? Wie kommen Sie darauf? Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Das war doch der Sinn der Sache, oder? Das ist wahr. Aber ich finde es sehr merkwürdig, dass das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, eine Zeitmaschine ist. Das ist wirklich sehr interessant, wenn man bedenkt, dass das Konzept einer Zeitmaschine nur für den eigenen Geist greifbar ist. Ich meine damit, es ist ein sehr mehrdeutiges, sehr unpräzises Konzept, da es sich um ein Objekt handelt, das nicht real ist und daher kein allgemeiner Standard existiert, wie es eigentlich aussieht. Wir können unsere Vorstellung nur an Science-Fiction-Archetypen festmachen. Das ist deswegen faszinierend, weil es mich schließen lässt, dass Sie tief in Ihrem Inneren das Bedürfnis haben, die Zeit zurückzudrehen. Um die Geschichte zu ändern oder etwas zu verhindern. Etwas Bedeutendes.
Habe ich nicht recht, Dr. Hausen? Wie war das? Tut mir leid, mehrdeutig habe ich nicht mehr zugehört. Egal, wir redeten gerade über Roswell, richtig? Ich glaube wirklich, dass die Regierung etwas vertuscht. Da waren Aliens und es gibt überall Beweise dafür, aber wir sollen es einfach nicht wissen. Genug. Probieren wir es mal mit dem nächsten Bild. Gut. Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Ein Zugunglück? Ich sehe die Bundeslade. Das ist eindeutig das Empire State Building. Ein Tintenfleck. Also bei dem sehe ich nur ein Tintenfleck. Ein Tintenfleck. Kein Zweifel. Aber sehen Sie sonst noch was? Natürlich. Sieht aus wie ein Tintenfleck auf einem Stück Papier. Verstehe. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Ein Stormtrooper! Alles zermatschte Schmetterlinge. Sehen Sie das nicht? Ein Astronaut, der Waffen isst? Nein. Ein paar Babyschnabeltiere? Eine Karte von... Ein Astronaut, der Waffeln isst. Ein Astronaut, der Waffeln isst? Yep, mit Ahornsirup. Gut, Ahornsirup. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild an einem Psychiater. Von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild. hält, wo. Ein Psychiater. Großer fetter Pixel. Ich sehe einen Affen im Anzug, so niedlich. Wie oft im Monat werden sie eigentlich von Tierschützern verklagt, weil hier haben sie noch so einen zermatschten Schmetterling. Und so langsam fühle ich mich dabei nicht mehr wohl. Ich nehme das. Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält, wo... Okay. Was Sie beschreiben, ist der Droste-Effekt. Aber das ist nicht sehr häufig bei einem Rorschach-Test. Was soll ich sagen? Das ist, was ich sehe. Und der Psychiater bin ich? Sie sind Psychiater? Okay, jetzt begreife ich, was hier vorgeht. Meine Geduld hat auch ihre Grenzen, Dr. Hauser. Okay, ich werde mich benehmen. Machen Sie weiter mit der Bildersache. Ich habe echt Spaß. Nun gut. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Und wir kommen so nicht voran. Ich bin ein Profi und glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Ich glaube, Sie leiden an einer emotionalen Instabilität und ich werde Ihnen helfen, ob Sie wollen oder nicht. Also fangen wir nochmal von vorne an. Was sehen Sie auf diesem Bild? Ein zermatschten Schmetterling. Ein zermatschten Schmetterling. Sehr interessant. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Zermatschte Schmetterlinge. Es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Das hängt davon ab, wer die Bilder betrachtet. Okay, dann bin ich wohl der Typ für zermatschte Schmetterlinge. Zur Kenntnis genommen. Machen wir weiter. Was sehen Sie hier? Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Das hier. Ein Zugunglück. Ein Zugunglück. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich. Ich erkenne ein Zugunglück, wenn ich eins sehe. Wie Sie meinen, das ist Ihre Entscheidung. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Ein paar Babyschnabeltiere.
Sind Sie sicher? So sicher, wie mein Name Doogie Howser ist. Nun gut, das ist Ihre Entscheidung. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Howser? Ich sehe einen Psychiater, der einen Psychiater... Aha. Wie oft im Monat werden Sie eigentlich von Tierschützern verklagt? Weil hier haben wir noch so einen zermatschten Schmetterling und so langsam fühle ich mich dabei nicht mehr wohl. Hören Sie mal zu. Wir misshandeln hier keine Schmetterlinge. Tatsächlich ist das hier nur ein Bild. Vielleicht sieht es für Sie wirklich wie ein zermatschter Schmetterling aus, aber es ist nur ein Klecks. Bitte nehmen Sie sich das nicht zu sehr zu Herzen. Okay, ich versuch's, aber ich bin einfach ein bisschen besorgt, Doktor. Ich bin ein überzeugter Schmetterlingsliebhaber, wissen Sie? Ich bin von ihnen fasziniert, seit ich ein Kind war. Ich habe ganze Nachmittage damit verbracht, sie zu fangen. Dann habe ich sie mit nach Hause genommen und ihnen die Flügel ausgerissen und sie dann mit einem Feuerzeug und einer Menge Plastikfolie ausgestopft. Sie müssen also verstehen, das ist ein sehr persönliches Problem für mich. Wow, das sind erste Anzeichen von Mordgedanken. Okay. Mordgedanken? Meinen Sie nicht, das ist etwas extrem ausgedrückt? Okay. Sehen Sie, ich wollte Sie nur etwas beeindrucken. Ich habe nie Schmetterlinge misshandelt. Das war alles Matt. Ich habe nur zugesehen. Ich habe nie darüber geredet. Ich habe immer nur da gestanden und zugesehen, wie er immer neue Opfer in sein Museum des Horrors gebracht hat. Oh mein Gott, all die verstörenden Bilder von Tod und Trauer, die verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Manchmal, nachts, da kann ich die Schmetterlinge immer noch schreien hören. Hm? Wissen Sie... Macht mich ein wenig an. Genug! Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Ich sehe einen Affen im Anzug. So niedlich. Ich sehe einen Affen im Anzug. So niedlich. Einen eleganten Affen also. Gut, gut. Hey, verdrehen Sie mir nicht die Worte im Mund. Ich sagte nichts von elegant. Natürlich trägt er einen Anzug, aber wenn man näher hinsieht, bemerkt man, dass er keinerlei Eleganz besitzt. Seine Krawatte hängt schief, das Hemd ist nicht in der Hose und von der Weste wollen wir gar nicht erst reden. Die passt überhaupt nicht zum Blazer. Dieser Typ ist ein Hochstapler. Merkwürdig, ja? Vielleicht sogar lustig, aber weit weg von elegant. Na schön, ein Affe in einem Anzug. Er sieht extravagant aus. Aber nicht elegant. Extravagant, nicht elegant. Okay. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Und wir kommen so nicht voran. Ich bin ein Profi. Und glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Ich glaube, Sie leiden an einer emotionalen Instabilität. Und ich werde Ihnen helfen, ob Sie wollen oder nicht. Also fangen wir nochmal von vorne an. Was sehen Sie auf diesem Bild? Also gut. Wenn man hier... Also gut. Ein brennender Stepptänzer? Ein brennender Stepptänzer. Wirklich? Okay, das werde ich mal eben notieren. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Bin ich das? Interessant. Sie sehen sich also selbst in diesem Bild? Wie auf einem Porträt? Ja, ich meine, irgendwie schon. So würde ich aussehen, wenn ich ein zerquetschter Schmetterling wäre. Okay. Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Ich sehe die Bundeslade. Tatsächlich? Dann verfolgen Sie wohl auch die Abenteuer von Dr. Jones. Richtig? Wem? Schon gut. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Howser, was ist mit diesem hier? Eine Karte von Australien. Eine Karte von Australien. Eine Karte von... Das ist der Karte von Australien so unähnlich, wie nur irgendwas sein kann.
Hören Sie zu. Wenn Sie den Test nicht ernst nehmen, verschwenden wir beide hier nur Zeit. Na schön. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum... Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Eine Karte von Australien. Eine Karte von... Das ist der... Nasch. Gut. Schön, das wird nicht klappen. Wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Moment. Moment. Eine Karte von Australien. Okay. Sonst noch was? Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Eine Karte von Australien. Also... Nein, das bringt nichts. Da sehe ich Murray aus einem Let's Play, das ich schon gemacht habe. Hier das Quake-Zeichen, das... Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Das hier weiß ich nicht genau, aber das hier ist doch die Telefonzelle, also Polizeizelle von... Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Alles zermatschte Schmetterlinge. Sehen Sie das nicht? Ich sagte Ihnen schon, das hängt ganz allein vom Betrachter ab. Wo Sie einen Schmetterling sehen, sieht jemand anders vielleicht ein brennendes Flugzeug. Und keiner von Ihnen beiden läge falsch oder richtig. Verstehen Sie? 100%. Aber ich versichere Ihnen, es ist ein zermatschter Schmetterling. Sehr schön. Sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Ein Affen im Anzug, im Monat. Pixel. Das. Große, fette Pixel. Wirklich? Soll ich etwas zurücktreten, damit Sie das Bild besser sehen können? Nein, ich mag Pixel, wissen Sie? Ich bin ein 80er-Junge. Dann trage ich mal. Pixel ein. Ich bitte darum. Gut. Große, fette Pixel. Okay, das reicht. Ich habe mir genug von Ihren Wahnvorstellungen angehört. Das ist nicht mein Job, verdammt. Also eigentlich ist es genau das, Doc. Mir egal. Der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Nein. Die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott! Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum, oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Gut, also, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.